75 Jahre Firma Graupner. Der große Jubiläumsflugtag auf der Hahnweide. Und alle waren der Einladung gefolgt. Nicht nur die besten Modellflieger aus ganz Europa, sondern über 20.000 Zuschauer besuchten diese großartige Veranstaltung. Die Zuschauer wurden standesgemäß begrüßt. Ein Bannerschlepp mit der Wölko Monsoon aus dem Hause Graupner. Uli von Niederhäusern aus der Schweiz gratulierte ebenfalls standesgemäß. Unter seinem Hubschrauber hing die obligatorische Sektflasche, die Stefan Graupner dann in Begleitung seines Vaters in Empfang nahm. Und es ging weltmeisterlich weiter. Wolfgang Klühe und Thomas Singer zeigten mit ihrer Extra 300L perfekten Kunstflug. Und es hieß, wie noch so oft an diesem Tag, Smoke on. Fliegen heißt landen und auch das konnten sie perfekt. Danach hieß es, wie wäre es mit Gänsehaut-Feeling? Mark Haus und Thomas Stör zeigten nicht nur einen perfekten F-Schlepp, sondern es erfolgte auch Segelkunstflug nach Musik. Konzentration bei beiden Piloten. Wenn Sie mal genau hinschauen, man sieht, einer von denen muss aus Bayern kommen. Die Schleppmaschine hat ihre Arbeit verrichtet, kommt zur Landung herein, nachdem sie das Schleppseil abgeworfen hat. Und jetzt noch einmal der Segler in einem tiefen Überflug. Man beachte die gewaltige Spannweite und das Durchbiegen der Tragflächen. Der Nimbus 4 wird hier perfekt von Mark Haus in Szene gesetzt. Das Fahrwerk ist ausgefahren und jetzt heißt es landen. Und ihm ist der Applaus der Zuschauer sicher. Hier sehen wir Peter Wessels mit seiner Raven in der Talkrolle. Er zählt zu den besten Kunstflugpiloten Deutschlands. Jetzt im Messerflugkreis. Auch der wird perfekt geflogen. Das voll durchgezogene Höhenruder zeigt an, er befindet sich im absoluten Langsamflug. Und auch Steffen Jenter mit seiner Extra 300L steht ihm in nichts nach. Perfekte Torkrollen, jetzt gleich das senkrechte Steigen mit unbändiger Motorkraft. Max Merkenschlager kommt mit seiner Brewster Buffalo nach einem perfekten Flug zur Landung herein. Ihm folgt Bernd Albinger mit seiner Texan T6. Und auch sie haben sich den Applaus des Publikums verdient gehabt. Was schraubt denn da? So hieß der nächste Programmpunkt. Josef Buchner zeigte uns seine Augusta Bell 204. Hier im Einsatz als Löschhubschrauber. Genau wie beim Original konnte er auch ferngesteuert das Wasser ablassen. Jetzt setzt er den Behälter ab, setzt das Modell hin und bedankt sich beim Publikum. Wolfgang Simon aus dem Hause Graupner, einer der Pioniere der Hubschrauberfliegerei, zeigt uns hier die MH90, ein Bausatzmodell von Graupner. Und auch er gratuliert auf seine Art.
Flugzeuge die Geschichte machten. Theo Arnold mit seiner Grumman F8F und Jürgen Sickinger mit seiner Messerschmitt Me 109. Und auch hier heißt es wieder Smoke on. Danach folgte Fesselflug oder, wie die Fachleute sagen, die Lassogeier. Ein Stück Nostalgie auch auf der Hahnweide. Franz Herzog zeigte den Ultra Stunter. Und hier sehen wir Alfred Funk mit seiner Messerschmitt Me 109. Er zeigte den interessierten Zuschauern, dass auch im Fesselflug zahlreiche Sonderfunktionen wie Fahrwerk und Landeklappen möglich sind. Graubele 3, eines der ersten Bauplanmodelle aus dem Hause Graupner. Ein Hauch von Nostalgie wehte über der Hahnweide, als diese Modelle in der Luft waren. Perfekt nach alten Plänen gebaut. Und auch der Goldhahn versucht sich hier in einem F-Schlepp mit dem Reiher als Segelflugmodell. Der Start gelingt unter dem Jubel der Zuschauer. Für viele war es ein Trip in die Vergangenheit, als sie diese Modelle in der Luft sahen. Nostalgie pur ebenfalls bei den Hubschraubern. Die Bell 212 war eins der ersten Hubschraubermodelle, das überhaupt serienmäßig auf den Markt kam. Und wiederum war es die Firma Graupner, die diesen entscheidenden Schritt wagte. Unsere Schweizer Freunde, die Gruppe Riegisberg, startete dann mit einer Staffel Delta-Modelle und nacheinander ging es in die Luft. Hier sieht man, Jugend forscht und Jugend fliegt Deltas. Dann wurde es wettbewerbsmäßig. Deutsche Meister und Weltmeister zeigten ihre F5B Elektroflugmodelle. Rasante Flugeinlagen, rasante Steigflüge, die die Zuschauer begeisterten. Aber es waren nicht nur Modelle in der großen Graupner Jubiläumsshow zu sehen. Groß und klein harmonierten perfekt miteinander. Hier sehen wir Siegmund Meier mit der Klemm 35, die es auch von der Firma Graupner als Modell gibt. Und er zeigte uns einen F-Schlepp mit Marc Buskeiler am Steuerknüppel der fantastischen Mini Moa. Gleichmäßig und langsam, viel langsamer als die Modellflieger, stieg der Schleppzug in den Himmel. Ein wunderschönes Bild. Und hier kommt die Mini Moa langsam und majestätisch mit gesetzten Klappen zur Landung herein. So, jetzt, wie gesagt, wunderbar. Im Ausrollen drückt der Pilot die Maschine etwas auf die Kufe, um sie abzubremsen. Und auch die Klemm kommt im Slip zur Landung herein. Nach dem Aufsetzen kann der Pilot, bedingt durch die Spornradlage, nicht direkt nach vorne schauen, sondern er muss in Schlangenlinien in die Parkposition zurückrollen. Kerosin liegt in der Luft, die MiG-15 und die F-86, die Gegner von einst. Gefolgt von Martin Schemp mit dem Harpoon. Es war Jet-Time. Viele Zuschauer sahen zum ersten Mal die rasanten Flugvorführungen der Jets. Etwas gemütlicher ging es bei Bernd Albinger zu. Er zeigte uns den Strike Master, ein Schulflugzeug aus England. Und dass er seine Modelle in Szene zu setzen weiß, ist bekannt. Hier mit der Unterstützung von viel, viel Rauch. Im Langsamflug mit gesetzten Klappen, fast den Boden berührend. In der nächsten Passage, mit Vollgas im Schnellflug, zeigte er die Eleganz dieses fantastischen Modells.